Ja, ich trinke schon mal eins. Smaragdgrüner Albtraum mit unserer Gilde. Freitag, 5. Mai, 19 Uhr. Gott. 5. Mai. So. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Boss. Und wenn Tiwan noch kommen sollte, dann können wir den halt reinporten. Dann hat er halt einen Boss verpasst. Das ist ja nicht so schlimm. Gut, ich würde sagen, jeder ist da, denke ich. Dann machen wir mal einen Bereitschaftscheck. So, David und Flo sind noch AFK. Werden jetzt soweit. Hä? Werden jetzt soweit. Ist Flo da? Ja, bin ja. Gut, bist da. Alles klar. Mir ist mir gerade mein Webgerät runtergefallen und kaputt gegangen. Ich mach das erst, Flo, ja. Ja. Die mit Verrotten bitte aus der Gruppe raus, komplett. Ja. Weil wenn es endet, dann macht es einmal Schaden und lässt Müll auf dem Boden liegen. So ein KR hier bei 25, 30% würde ich sagen. Immer Schrott machen. Kannst du den umdrehen, Mike? Einmal nach hinten zur Wand, bitte. Okay, jetzt ist eh eine andere Phase, ja. Einfach aufkloppen. Ja, hab, hab. Ich hab auch damals alles mehr Schaden gemacht. Ja. Gut, nicht richtig eingestellt. Lauf mal ganz kurz, bitte. Ich komme direkt noch. Geh dir einmal bitte, das ist Angie. Oh, scheiße, was mache ich denn hier? Ja. Du bist zu weit rausgelaufen, Wähler. Ja, ich habe schon gesehen. Das war jetzt mein Fehler. Weil ich war auf Auto laufen, musste noch was schreiben.
erledigt. Bitte nicht in die Wolken laufen. Könnt ihr bitte hier drin stehen bleiben? Okay. Gehäuse muss langsam mal raus. Sollen wir den jetzt ranziehen oder nicht? Sonst, Moment, wartet mal bitte kurz. T1 ist da. Na, alles gut? Ja. Es ist nur ein Spiel, ich weiß, aber wir sind gerade Aufnahme und 15 Leute, deswegen. Hey, ich hab nur gefragt, ob du da. Psst! Nicht so schreien! Ja, ich schrei gerne. Ich schrei dich gerne an, wenn ich dich. Okay, okay. Du bist sauer? Ja, dann kannst du wieder gehen, dein Spaß. Nein, ich dann lass mich wenigstens erstmal das Mikrofon muten, richtig, Mann. Ja, als ob ich das weiß. So, okay. Musste Rache, kann ja sein, dass du dir was bestellt hast, weil da gerade ein. Nein, hab ich nicht. So. Ja, warte. Schatz, ich bin in Aufnahme. Schrei jetzt bitte nicht so rum. Oh, Schatz, ich. Weil das kann nachher jeder im YouTube sehen. Und wenn du dann das gerne so willst, dann. Doch, das ist ja wegen der Gilde, deswegen. Oh Gott, das kannst du immer noch machen. Nein, doch, eben. Okay. Du hast recht. Sie hat recht, YouTube. Sie hat recht. Frauen haben immer recht. So, ich bin wieder da. Ist das ein Boss oder warum stehen wir jetzt hier? Nee, weil wir gerade gewartet haben. Okay, bitte das sind alle ready, die außer ja, Flo bitte. Wieder. Ja, Flo hat eben gesagt, er ist gleich wieder da. Achso. Hol den Dicken noch wenigstens ran. Ja, wir können doch den Dicken schon machen, oder nicht? Kann ihn jemand dran ziehen? Oder? Ja, so. Aber bitte gleich keiner in die Wolke laufen. Schluss will ich nämlich nochmal gönnen. Irgendwie habe ich das Gefühl, gleich läuft einer in die Wolke. Das Gefühl habe ich aber auch. Geh zu Ragnaros, ja, wo bist du? Hier in der Mitte, da wo dieser Kreisturm ist. So. Der andere, da ist der andere. Achso, ich soll in das Ding rein, damit du nicht so viel Schaden kriegst wahrscheinlich, ne? Dass das aufgeteilt, genau, dass das aufgeteilt wird. Okay. Wieder was gelernt. Achso, Wolke. Ja, ich hätte fast den Fehler gemacht. Trash ausweichen, weißt du so. Ja, das ist ja der Sinn der Sache, das will ich verwirren. Genau. Kommt das böse, böse Vieh. Ja. Ach, wenn man in die Wolke läuft, dann kommt so ein Riesenteil. Ach so, das heißt eben gerade ist schon jemand in die Wolke gerannt. Nein, der eine ist normal, aber das, was aus der Wolke kommt, hat irgendwann beides Doppelte. Oh, okay, das ist natürlich nicht so schön dann. Nee, das ist überhaupt nicht schön. Da hat Blizzard natürlich die Leute verarscht, so von wegen, ja, lassen wir den Trash doch einfach aus, rennen durch die Wolke. Aha! Ist bestimmt nur ein bisschen Aoi, denn ich. Steh den mal ran, ne? Oder so, ja. Ja, aber das Ding, was aus den Wolken kommt, macht mir ein bisschen zu viel Damage. Muss nicht sein. Ja, das kann ich aber eigentlich schon nicht gegen. Wir haben auch einen Priester, der nicht gerade schlecht ist gegen Heilung. Muss man ja auch noch sagen. Von mir aus können wir es gerne mitmachen, also. Aber ich würde es eigentlich gerne vermeiden. Selbstverständlich. Einzige, was doof ist, ist, wenn du den Baum hast, den großen, und der stunt dich dann. Und das Vieh ist da. Das ist das Einzige, was wirklich mal ansatzweise Schaden macht. Melefair hatte ich, glaube ich, nicht einmal jemanden, der nicht die Wolke gerannt ist. Im LFR interessiert es auch keinen. Nee, das stimmt. Im Normal auch nicht. Im HC auch nicht. Das ist kein Schaden, das ist ein mythisches. So, beim zweiten Boss warten wir gleich mal erstmal auf Boet. Ich hoffe, dass der dann wiederkommt. Das ist echt interessant. Noxus ist derjenige, der immer als erstes auf die Fresse kriegt.
Normal, zu viel Damage so. Ist Mavid hier auch im Case? Ja, der kann aber nicht reden. Ach, schade. Tatjana ist hier? Nee, Tatjana ist noch nicht hier. Und doch, eigentlich kann sie, glaube ich, reden. Ich weiß es gerade nicht, aber sie ist nicht im TS. Irgendeiner ist durchgelaufen. Es war. Oh. Okay, die haben ja sogar weniger Leben noch. Nein, sie das vorhin mit durchgelesen habe, sollte das Ding eigentlich mehr Leben haben. Oh, Melvin war's. Na gut. Können wir bitte zusammenziehen? Danke. Ach komm, das muss doch jetzt nicht sein. Was? Ist wieder jemand durchgerannt? Nein. Nein, aber das Vieh meinte uns auch noch sehen zu müssen. Jetzt rechts bleibt, passiert nichts. Ich trotzte dem Albtraum schon früher. So, was ist mit Flo? Hatte er eine derartige Macht über den Traum? Er meint, er kommt gleich nach. Ja, ihm ist doch irgendwas kaputt gegangen, er wollte nicht nachkommen. Müssen wir einfach verursacht mit dem auf ihn warten dann. Fest! Echt stimmt, dann kann ich dir heute vollenden, die Quest. Hier. Welche? Hier, den Schleier. Ach, das habe ich hier nie gecheckt mit. Also erstmal ganz nach links. Okay. Ja, wir gehen einmal im Uhrzeigersinn. Kannst okay. Du immer direkt zu Szenarios. Xavius meinst du, oder? Nein, zu Szenarios, nicht Xavius. Ach, da, das, da hinten, ja. Links. Muss gesagt werden, dass man nicht auf die Foto konzentriert? Eigentlich nicht. Wie viel schon, oder? Nein, auch nicht mehr. Nicht mehr? Nein. Also du machst keine. Also an den einen da oben komme ich jetzt gerade nicht ran. Ja. Warte, ich zieh ihn runter. Ich hätte mal den mit mehr Leben ziehen sollen. Ja, jetzt muss ich auch sagen, das letzte Mal, wo ich normal hier drin war, wo es rausgekommen ist. Am ersten Tag. Gut, dann warten wir jetzt noch kurz auf Flo. Ich würde sagen, wir machen die rechte Seite und dann kann man rechts durchlaufen, ohne die Mobs noch links zu pullen. Oder wo müssen wir hin? Ja, rechts. Wir müssen geradeaus durch. Der kommen wir eigentlich so vorbei. Eigentlich nicht. Ja, jetzt. Gemeldet. Na, jetzt ist es gepult. So, ich muss jetzt sagen, bei 15 Leuten, 3 Teile sind gedroppt. Ich glaube, dann stelle ich da auf persönlich wieder um. Vielleicht hat man da mehr Glück und es droppen mehr Sachen bei jedem. Weil da ist ja die 20%ige Chance bei jedem. Ja. Und dann kann man ja immer noch untereinander handeln, wenn das jetzt zum Beispiel für jemanden was Besseres ist. Ach, das Beutesystem kann erst geändert werden, wenn man nicht im Kampf ist. Okay, dann erinnert mich einmal vom zweiten Boss nochmal, dass ich das umstelle.
interessant wird es halt nur in der Nachtfestung, weil da ja die Token nicht droppen. Ja. Berg auf Gildenloot zu lassen, einfach. Ja, das macht Boet morgen. Falls dein Token cool ist. Gut. War jetzt eigentlich mit dem zweiten Tank los? Ja, das war da jetzt auch. Da ist eben was kaputt gegangen. Seitdem redet er irgendwie nicht mehr. Er bewegt sich ja auch nicht, der gammelt noch beim ersten Boss. Eben. Ja, wir gucken gleich mal, ansonsten lese ich mir kurz durch, dann skill ich um, wenn er jetzt nicht gleich wieder kommt. Kann auch ein Tank tanken. Der Boss hier, ja? Ja. Muss genug Schaden dabei haben. Wollte ich gerade sagen. Du darfst maximal zweimal chargen, sonst kippt selbst ein guter Tank. Ne, der Tank stellt sich einfach nicht rein. Ja, zweimal könnt er, dann wird's heiß. Ah, brutale Weise. Fleisch zerreißen, ja. Du wolltest doch umstellen. Ja, hab ich schon. Sonst einmal also, kann ich ja auch abspotten, auch als DD. Also wenn Marian tanken würde als Ersatztank, wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Wenn das vom Heal dann reicht, dann ja. Das heilt vollkommen vom Heal. Oh, bin ja, okay, wieder dann. Ah, da ist er wieder. Da ist er. Ja. Bis Ursa kannst du jetzt durchlaufen, ist alles geklärt. Oder wir porten ihn kurz her. Oder so. Geht schneller, außerdem muss er dann nicht auf Wolken aufpassen. Ja, stimmt. Kommt er hier wieder mit 6 Mobs? Ich Leute, ich bring euch was mit! Ich bin durch die Wolken geritten! Die sahen so verlockend aus. Ja. Und weich. Flo, wir haben es geschafft. Eine Wolke wurde nur mitgenommen. Eine. Cool. Was Nettes. Aber die sind lower als in Beschreibung. Die haben nur 15 Welle. Die Beschreibung, die ich mir durchgelesen hatte, da stand 50 drin. Gut. Komm mit. Will noch wer markieren? Mike. Jo, ich komm. Ich hätte gerne Info, welche Gruppe abfängt nicht und wohin. Marian, nicht mitlaufen. Du bist hier. Mili, von euch aus gesehen, Mili ist rechts, Fasterheiler links. Setz doch mal bitte den Worldmark. Ja, also ja, Mili mach ich grad. Bin schon dabei. Hallo? Nicht näher rangehen. Nö, aber mach grad bei mir irgendwie die. Mag er nicht. Doch, du kannst hier. Ich bin nicht hier im Eingang. War blöde gefragt. Du hast. Immer hier hinten. Du hast A, du müsstest das machen dürfen. Der macht das bei mir grad nicht. Oben Schlagzugsteuerung und dann auf das Fleckchen. Ja? Macht er grad nicht. Macht er nicht. Einmal. Hier nix. Kreuz ist jetzt wer? Kreuz würde ich sagen, Mili und Blaucaster. Andersrum meinst du wohl. Von hier doch andersrum. Also mir ist es egal, Hauptsache die Caster stehen auf einer Seite und die Mili ist auf der anderen. Ja, gut. Dann blau einmal bitte Milis. Was? Nochmal bitte. Blau Mili, Rot Caster. Also da stehen jetzt 5. Das wird scheiße, die fressen zu viel Damage.
Die werden zu viel fressen. Ja. Sollten die Wette noch zwei Caster rüber. Geh mit rüber. Das ist aber im Endeffekt Wayne, das können auch drei Leute abfangen inzwischen. Normalerweise ja. Schick mal einen Heiler noch mit rüber, dann damit im Midi-Camp. Ist das jetzt echt so wichtig? Ich meine, yep. Bursten wir den nicht einfach um? Ja, theoretisch ja, aber wenn er der hat anfängt, ja 500 diesen Scheiß zu casten. Nein, das ist eine Übung für die größeren Instanzen. Ja, gut. Danke. Welche größeren? Ja, wenn er anfängt zu casten, das sind 12 Meter Damage. Okay, dann mache ich mal einen Bull-Timer. Ja, mach. Mach ich. Willst du zuerst oder soll ich zuerst? Ich bringe gleich einfach auf. Über ein KR. Am Anfang, okay. Ab 30 oder gar nicht. Am Anfang, ja, mach am Anfang. Okay. Aber immer erst kurz so 2-3 Sekunden warten, bis alle am Boss dran sind, weil sonst hast du 2-3 Sekunden verschenkt. Die machen den Kohl nicht fest, glaub mal. Spike Sporten. Yep. Lauf, Shami! Hinter das Mittelcamp. Falsche Richtung. Ja, aber es killt keinen mehr, wenn man es dann hat. Das ist eine falsche Richtung. Ach, ist das schön. Jetzt sehe ich auch, warum ich mehr Tempo brauche, Alter. Ich muss manchmal echt auf meine Fähigkeiten warten. Und dann geht DPS natürlich übertrieben verloren. Jo, jetzt sollte er liegen. So, drei Teile. Was? Wie beim letzten Boss mit Och komm. Keine Ecke. Bitte, wenn ihr jetzt bei den Drachen reinläuft, nicht mit Autorun rein, weil sonst pullt ihr alle. Was fehlt dir noch? Fairy Tail fehlt. Jo, wir kommen, wir kommen. Ja, ich bin da. Gleich. Wir sind gerade noch ein bisschen am Schreiben gewesen. Heiler hier? Ja, drei Stück. Alle drei Heiler vorhanden. Shit.
Olli. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das ist der erste Raid, der wirklich only mit Gildenmitgliedern ist. Die anderen Raids, die ich damals hatte zu WoD-Zeiten, da brauchten wir immer mal irgend noch welche Randys. War schon ziemlich krass. Und dazu angenehm. Ja. Ja, ich würde euch morgen gegebenenfalls mit einem Schaman hier kommen. Weil der hier, die hier darf noch nicht. Oder, wenn du genug Zeit hast, pushe ich dich besser ein bisschen mit. Die war noch nicht mit. Die 58. Die hat noch nicht mal einen dritten Artefakt-Slot. Egal, wird hochgeschlagen. Ja. Lo, du rechts, nicht links. Hier sind auch Portale. Ja, ja. Ach ne, das ist das. Ach so. Der kommt eigentlich gleich noch. Eigentlich. Werden wir sehen. So. Auf Mythic musst du hier in die drei von den vier Portalen rein. Ed umhauen. Baby, kannst du denn wenigstens schon fliegen? Ja, klar. Ja, obwohl, was denn auch halt? An einem Tag kannst du dich 880 bussen. Ja, könnte ich, aber ich habe noch keinen dritten Artefakt-Slot. Ja, das Ordensfalle dauert auch nicht lange. Doch. Eins. Was denn mit der Wahl? Das hat bei mir jetzt richtig lange gedauert, keine Ahnung. Ich habe auch mein Schamane ist erst 885 oder so, aber sag mal so, der darf bei uns im HC komplett mit. Also da sollte es ja für NHC reichen. Das stimmt wiederum. Ja. Der Speicher hat sich eben ausgestopft. Rotus liegt schon. Ja? War das was drin? Nein, das ist ja eigentlich ein Notfall. Ja, deswegen, ja. Okay. Okay. Backhauen-Taktik oder schön spielen? Ja, auseinandergehen. Ja, Flo nimmt den rechten, ich nehme den linken. Also nicht zusammen, sondern auseinander? Nee, auseinander. Ja. Okay. Wer geht auf welche Seite? Krieger rechts, Dämonenjäger links. Hallo. Moin. Das war jetzt die Tanks, aber was ist mit den normalen Leuten? Der Mage ist dein Main, ne? Tiwan? Warte mal. Jetzt ja. Okay. Ich mach mal eben Flippchen. Gruppe 3. Ich hoffe doch so nicht. Gruppe 2 links. Und die Hälfte von Gruppe 1 soll auch auffallen. Na, dann bleib ich einfach hier beim Krieger. Gruppe 3 rechts. Hey, was? Ja. Ah, ich bin Gruppe 1. Wo wollt ihr mich haben? Gruppe 1 auffallen, die restlichen Spieler. Okay, gut. Guck einfach, wo weniger stehen. Welche Gruppe wo? Gruppe 3 links, Gruppe 2 rechts, Gruppe 1 auffallen. Ja, ganz kurz noch warten, ich bin gleich soweit. Ja, kein Thema. Ja, Melvin kann sich ja am besten in die Mitte chillen und dann, ist blöd, dass er nicht im, dass sie nicht im TS ist. Nee, nicht in der Mitte, dann schläft die. Ach so. Mach ein Nickerchen. Dann macht sie ein Nickerchen. Sobald du den 10. Stacks bekommst, schläfst du sofort ein für, glaube ich, 30 Sekunden oder so. Ja, kommt hin. User disconnected from your channel. Achso, hier, Lachana muss anscheinend weg. Ja. Ja, ist ja nicht so schlimm. Das passiert. Deswegen hat man ja ein paar Leute mehr dabei. Gut. Was ist jetzt mit Gruppe 3, die zu mir sollte? Oder 2? Also, ich gehe jetzt mal nach links. Weil es soll anscheinend ja nur 2 Gruppen geben. Und hier sind auf jeden Fall zu wenig. So. Ja. Die jetzt noch da in der Mitte stehen, sollten noch hierher kommen und gut ist. So, dann sind wir hier jetzt zu 5. Und die übrig sind, die verteilen sich. Rukesh, bitte. Nein, Rukesh, andere Seite. Nein. Rukesh. Andersrum. Rukesh,
Anders. Nein, nein. Ja, das richtige ja, links. Ja, 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 ja. Und weiter. Genau, geradeaus, geradeaus. Wie nachmachen, nur länger Weg gedrückt hatten. Nicht da. Nein. Ah, scheiße, hab ich das jetzt im Guild-Chat geschrieben? Nein, falscher Chat. Muss ihn nicht direkt anschnauzen. Oh, scheiße. warte mal, wie wird der jetzt geschrieben? Komm jetzt ruhig, Cashman. Ich hab noch einen Mittagsschlaf nachzuholen. Okay, jetzt ist er da. So, Tsukomi. Bleibt mittig, oder? Nein, in der Mitte bleibt gar keine, die sollen sich auffallen mal. Ja, das mit den Gruppen müssen wir aber noch mal demnächst richtig üben. Ja. Das ja. Dauert auch viel zu lange, ja. Weil hier stehen Tipp einfach von Gruppe 3. Und den Tipp einfach O drücken und dann Schlachtzug, dann könnt ihr sehen, in welcher Gruppe ihr seid. So. Gott, die werden mal zu Potte kommen hier. Davor. Kommt. Teilen sich ja eh das Leben. Wäre auch fies, wenn es nicht so wäre. Ja. Dann müsste man hier noch drauf sorgen, dass dann der Damage noch richtig verteilt wird. Und dann haben wir Chaos pur. Einmal über Vene in GTA spielen, ne? Das wäre aber gut. Na, du spielst zu viel Klassik. Du wirst wahrscheinlich erstmal nicht wieder über mich kommen. Da sind sie. Da sind sie. Jo. Aber. Lalalala. Ja, die sind. Der dritte, das ist kein. Okay, die beiden liegen. Oh, ich hoffe, man kann den Kirschen haben. Jetzt fliegt der eine weg. Genau, ja. der auf der linken Seite zieht sich jetzt die Sondra rüber zu uns. Genau, wo bist du eigentlich? Ach, da bist du. Hab ihn. Ich hab die Sondra. Ich hab da einen von mir. Der andere hat den neuen. Wenn die Milis jetzt daran laufen, schlafen. KR bei 25%. Fairytale müsste das gut werden. Oh, mach das schon. Die ganze Zeit eindrücken, Alter. Was für die Netz? Wegbomben. Ja. Wer die Akku hat, kurz zu uns, Milis einfach runter und dann werden die automatisch mit weggebombt. Weil wir hier vorne auch viel Fläche machen. Das war damals viel lastiger. Ja, damals. Musste wirklich die Leute das können. Ja. Vorsicht, da kommt noch einer. Albtraum auf mir. Ihr müsstet mal tauschen. Ich hab nur einen Sack. Dort kommst du rüber. Boah. Wir tauschen. Gut, ja, nach dem Tausch bitte KR direkt. Ja, wo ist er? Jetzt. Ich schlaf. Gut. Ja, ich auch. Ja, jetzt schlaf ich auch. Die Hälfte ist Rage weg gerade. Ja, mach mal. Schaffst du das? Ah ja. Wo ist der andere? Schlaf noch. Also. 15 Sekunden schlafe ich auch noch. Genau. Aber das bringt ja auch so schon runter. Naja, Dots werden runtergeballert. Deswegen ist das mit dem KR ganz gut gewesen, glaube ich. Oh, ja, ich komme gar nicht mehr dazu. Down. Wir haben ja nicht alle geschlafen. Saria, ich glaube, es wäre gut, wenn du dein PLH mal ausmachst. Sonst wird hier doppelt gemobbelt. Ach, habe ich das noch an? Mhm. Warte, das schmeiße ich sofort aus. So, Fairytale kann das Band von mir bekommen oder von Noxus. Kannst du dir sogar aussuchen. Ich glaube, meins ist aber aufgewertet. Meins ist auf Kriegs gespielt. Echt? Ja. Venus ist 4%, Noxus ist 4%. Also ist egal. Ja, meins ist auch auf Kriegs geschmiedet. 8,55. Ansonsten gucke ich mal, wen ich noch handeln könnte. Niemanden, nur dir. Ja. Hauptsache ich habe immer noch KR. Voll,
Ja, ich auch noch 20 Sekunden. Das sind nur 4%, das lohnt sich nicht wirklich. Naja, besser ist besser, ne? Kann's jetzt sowieso noch nicht anziehen, weil ich eine Ringverzauberung drauf hab. Die dann natürlich besser ist. Dass ich mir auf der Insel Ringe roll. Ja. So, jetzt kommt die Spinne. Das wird auch lustig. Die kann nix mehr. Ja, die kann nix. Stimmt aber wirklich, die kann nix mehr. Gut, das heißt, da brauchen wir nicht wirklich... Doch, es gibt zwei Sachen zu beachten, dass ihr keine Pfützen vor der Dings hinlegt und ich stelle ein Portal, dass er da nicht vorher halt mit rumspielt. Das Portal frei ist, wenn ihr rüberspringt. Yay, ich zieh Akku! Schüssen! Links oder rechts erstmal rüber? Erstmal rechts, ne? Da wo der Wirbel auf der Brücke ist. Nicht unbedingt reinlaufen. Ach, dann geh ich mal hier rüber. Da kommst du gleich nicht rüber, weil der Wirbel entgegenkommt. Aber wenn man sich beeilt... Mach ich Hyperjump. Ah. Vibe wegen Wirbel. Keiner hat mehr Bock. Boah, wie oft man damals in diesem Zeitpunkt gewiped ist, wenn man neu war. Auf Mythic ist der ekelig gewesen. So richtig ekelig. Kommst du runter? Aus dem Kreis musste man sogar aus dem NHC rausgehen. Ja. Alles hier demoralisiert. Ohne dass es angezeigt wird. Mittlerweile ist das schon wurscht. Ja. Höllenfeuer-Zitadelle ist bis zu 40%. Hol mal bitte das Telefonbuch raus. Brauch ein Kammerjäger, wa? Ja. Wo ich stehe, wo Fairytale hüpft, wenn du hier einen Mark hinstellst, check das mal, wenn man hier runterläuft, bringt man auf das Netz drauf. Oh. Ein Mark. Den rüberstellen, Portal wartet. Also. Nicht vor. Einer macht. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, dann erklärt weiter. Dann kannst du da oben drüben gleich rüberlaufen und musst hier nicht durch die ganze Suppe. Du musst nur ein Portal einmal hier das Ding hinstellen. Oh, komm. Komm doch her, blöde Flasche. Mag heute nicht. Da rein. Ah, jetzt. Dann lauft ihr nicht durch die Eier durch, sondern nehmt dann einfach hier das Portal. Man kann hier, gucke, man kann hier runterspringen. Und nimmt dort drüben, läuft zwischen den Eiern lang und nimmt dort drüben das Portal und landet direkt auf der nächsten Plattform sicher. Muss keinen Wirbeln ausweichen. Okay. Ab und zu passiert es, wenn du ein dicker Taube bist, dann fällst du daneben. Nein, ich hab sichergestellt. Passiert nur den dicken Taube, wa? So, komm, pull ihn, go, go. Ja, Tank sagt einfach an, pull in 3, 2, 1 und dann los geht's. Hat ja jeder gehört, dass man nicht pullen soll, also könnt ihr auch so ansagen. Pull, 3, 2, 1, go. Was? Der Kampf ist an? Jetzt tu mal nicht so, ey. Ich komm nicht an, warte! Anderchen, kommst du zum Boss? Hey, warte mal, wir müssen zusammenlaufen. Nee, ich komm nicht mit, Damage Talk. Ich hab schon voll den. Raus da! Oh. Ich möchte nicht mehr so gut drinstehen. Ich weiß noch in unserem Raid da mit diesem Zugführer. Q
kurz vor Down. Damage Stop! Ja, der hatte noch irgendwie, glaube ich, 15.000 Leben oder so und dann haut sie da nochmal raus und Damage Stop! Habe ich auch noch irgendwo auf Video. So, hier auch wieder bei 25. Ne, hier geht's bei 30% wieder. Weiß ich übrigens nicht, falls sie dazu kommt. Ach, ich übernehme mal, ja. Solange du bei mir stehst, kannst du das machen. Jupp. Aber du hast den Sabber unter dir. Ach komm, nee. Seht ihr nicht, da war jemand anders. Matt. Raus. Die müsste eigentlich sowieso gleich weiter jumpen. Ja, macht sie kurz vor Ende gleich. Also wenn guckt euch, dass ihr da, wenn die dann weiter jumpt, dass nicht gerade genau davor der KR gezündet wurde. Ein paar Schützen kommen automatisch beim Boss. Ja, einfach irgendwo so ein bisschen dazwischen stellen. Oder da, wo ich bei mir komme, irgendwie kann ich. Wartet mit dem KR sonst am besten, bis sie drüben ist und dann könnt ihr ihn zünden. Denkt bitte an die Ads. Okay, Wolken kommen. An ihn ranlaufen. Ich muss mich hier ein bisschen vor dem Boss stellen. So. Ja, passt. Passt. Ah. Aber, ja, gut. Nee, ich warte lieber so. Wenn ich da runter springe, springe ich eh zur falschen Seite. Ach, scheiße. Zeig zu mir bitte. Ich bin im Wirbel. Ja, ich komm nur schon, ich komm schon. Mann, da waren noch so viele Federn, ne? Ja, ich hab immer noch viel. Einer hat eine Feder genommen. Geht vor Boss weg. Oh, ich hasse es beim DK, das ist so verbuggt, diese Kacke hier. Oh. Was dann passiert? Ich bin geflogen. Bist du von der Plattform gefallen? Ja, ich wurde runtergeblieben. Hebt doch meinen auf. Wir haben echt vom KR einen Debuff? Ja, wird das nicht resettet? Ja. Nein. Läuft der Bug, weil wir gepennt haben, während wir gefallen sind. Das, ach ja, stimmt. Das war ja so, ja. Er hat sich auch pausiert. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Na, sollte trotzdem liegen. Ich kann noch ein Battle Red sonst. Ja, ein Heal ist down, aber ich weiß nicht, wo der liegt. Ich glaube, der ist down. Der liegt auf der anderen Seite, der ist zu weit weg, ja. Geh weg von anderen. Da ist kein Problem, da muss ich halt ein bisschen mehr heilen. Ja, hast du mal ein bisschen was zu tun. Aber auch auf der anderen Seite. Scheiße, ich bin wieder im Wirbel. Fuck. Wo kommen die 13 Millionen, Alter? Die hauen ihn jetzt runter und dann ist gut. Kann einer mir mal die Spinne wegziehen, die nervt langsam. Nee, die ist jetzt eh weg, also. Das fand ich so schon gut. Ah, cool. Oh, Legendary, auch gut. Ah, siehste. Ja, GZ. Und Mike. Aber kein gutes. Na, aber wenn er noch gar keins hat. Na doch, eins hat er schon, glaube ich. Ja. Handauflegung 70%, doch, das ist schon ziemlich nice. Also zum Questen auf jeden Fall super. Das fünfte! So ein Dreck! Also ich würde aber auch gerne das Bein, also die Beine haben für ein DK, weil das würde die Abklingzeit von Syndragosa um 50% verringert. 2,5 Minuten, das ist schon echt nice. So, ist das schon der letzte? Szenaris und Klerus. Zwei noch, ne? Ja, ja. Hab ich was verpennt? Auge ist auch noch. Auge ist noch da. Ach, das scheiß Auge, ja, aber es geht ja auch flott. So, wenn wir da alle durchkommen, ohne auch mal Skywolf, hier ist offline gerade. Ja, die hat einen Disconnect. Wir haben gerade echt miesen Ping. Kommen wir gerade wieder. Ah, ihr spielt zusammen, oder wie? Ja. Du müssen halt weg. Okay. Was? Ich mach mal hier eine Markierung, damit die dann wissen, dass wir hier langlaufen. Was war da denn los? Lass den Bug. Oh Gott, sorry. Wir haben einen Ping von über 2000 gerade. Ja, so muss das sein. Optimal. Optimal. Das trifft so alles. Ja. Erkus ist tot. Nein, der ist gerade aufgestanden. Also. So, jetzt ja, rein. Wo ist hier denn der Weg? Durch, ohne dass wir irgendwas brüllen. Ich glaube, das war hier, ne? Beim Grün. Wir müssen hier einmal quer durch. Was ist das für ein Kristall? Kann ich den aufheben? Ah, ne, da kriegt man Schaden, ne? Stimmt ja. Im LFR habe ich so, was ist das? Puff.
Sonst mag das mal, damit die Leute wissen, genau. Legende von Pandaria. Ja. Deiner Fanboy. Oi, 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 da kommt Fetzack. Oh, der gehört dir. Oh, den will ich zählen. Oh, den will ich haben. Meins. Oh, Wille. Was? Der ist fast vorbei gewesen, Mann. Ja, und? Den pullt man normalerweise aber nicht hier unten. Oh, nö. Oh, nö. Du hast ihn reingezogen, Rede. Ich wollte ihn haben. Ich wollte ihn zähmen. Ich wollte ihn zähmen. Hab vergessen, dass ich kein Jäger bin. Aber es ist ein Wildtier, ne? Ja. Kann sich ein Hunter nee, das holen, nee, weil das ein 112er ist. Man muss ja immer gleiches Level sein oder drüber, glaube ich, oder so. Ach, ja, das Auge. Ach du Scheiße. Das ist ätzend. Da konntest du ja diesen. Das eine Fiede, die ja als Pet holen. Bitte keine Mobs töten, solange die nicht direkt vorm Auge sind, ja? Ja, das ist. Wie erklärt. So, jetzt warten wir aber noch mal kurz auf Skywolfi. Ja, also ich glaube, ja, den Boss muss ich auch erklärt bekommen. Das hilft unser Ping ist, schlägt bei 2,8 an. Oh, warum denn nicht? Aber TS läuft super. Hä? Einbahnfrei. Einbahnfrei! Einbahnfrei. Keine Ahnung, ist so. Oh, Wene. Ja. Bibi hat jetzt auch Musik gemacht, Mann. Was ist denn los mit denen? Bibis Beauty Base? Bibis, ja. Und direkt, warte, pass auf. Das 4 Stunden online oder so und direkt eine halbe Million Dislikes, Alter, läuft bei dir. Halbe Million Dislikes, ja, Bibi ist auch scheiße. Ah, ey, Bibi ist scheiße, schon, ne? Hab ich geguckt, 1 Million, jetzt 1,5, Mann. Was ist denn da los? Das sind alle nur zum Disliken hier. Bitte? Ja, musst du... Das neue Lied da, ne? Ist es auch. Jeder muss irgendein Lied machen, damit sie Klicks kriegen. Man muss aber auch bedenken, sie hat ja vorher angekündigt, dass sie nur für Leute zur Verfügung stellt, die 5 Euro dafür zahlen. Ich bin da rechts oben. Okay. Hat er jetzt überhaupt? Hat er. Dann rechts. Das hier, der Krater. Aber Bibi hat Gronkh immer noch nicht überholt. Und mit dem Song willst du es auch nicht leichter machen. Gronkh ist. Gronkh kann man nicht überholen. Doch, von den Abos her, ja, aber. Gronkh ist King. Gronkh ist, keine Ahnung, Liga der Herzen. Ja, bei Xavius würde ich sagen, stellen wir uns dann auch nochmal alle zusammen. Foto und dann. Wenn er tot ist, auch. Habt ihr eigentlich in der CBS gelesen? Mit den, von wegen, dass sie den jetzt an eine Karre pissen wollen, den Let's Playern? Karre pissen? Ja, da rechts, ich muss über die Orange markieren, dann musst du über den Lieder, ne? Das ist die von wegen hier von der. Weil ich wusste, da ist die Zeitschrift. Hat. Oh, ups, rissen. Bei Wolf, Porten? Die ist zwar schon in dem Ding drinne, aber das, der Port ist fehlgeschlagen. Achso, jetzt ist es. Achso. Ach, der Ping regelt doch. Ah, das mit dem Ping, das nervt. Ja, aber der TS läuft ja einwandfrei. Also man hört sich ganz klar ohne Verzögerung. Wer also, war das hier? Bloody, ne? Nur in World of Warcraft so. Was hab ich denn für einen Ping gerade? Ganz normal, 60. Ja. 60 ist okay. Ja, so, ich hab jetzt noch 53 Minuten habe ich noch. Was ist interessant ist, ich habe auch einen Elven Ping und normalerweise habe ich einen Elver Ping. Ja, bei WoW immer so ein Ding. Ja, in den komischerweise in den Schlachtzügen oder ähnliches ist das so. Keine Ahnung. Okay, gut. Einmal kurze, knackige Erklärung, weil ich hab das auch, ich bin einfach nur drauf gehauen. Ja. Nur jetzt. Einfach. Ja, nee, sag ruhig. Erst die beiden Tentakeln umklatschen? Ja, das ich. Weiß ich. Und dann die Mobs alle direkt vors Auge ziehen und dann erst umklatschen. Und dann kriegt das Auge Schaden. Die Mobs explodieren, dadurch kriegt das Auge Schaden. Dann gut. Können wir nach einer Zeit rein. Dahinter ist das Herz. Das müssen wir genau, das so schnell Herz. Wie möglich ja, umklatschen, weil sonst kommt das Auge zurück. Doch, ich erinnere mich. Okay, alles klar. Gut, dann teilen wir uns mal auf einmal wieder. Oder, ja, würde ich sagen, ne? Aufteilen. Ja, weil direkt die erste Wave, da kommen ganz schön viele Blobs und wenn die alle vom Auge explodieren. Blue, welches willst du? Kriegen wir denn auch Schaden durch die Ads? Du nimmst links. Die explodieren? Ihr ja, solltet also da nicht tanken. Stehen. Ihr kriegt genau. Ja genauso Schaden. Das heißt, die Ads werden dahin. Der Hunter schmeißt die, den Binding Shot oder der Druide legt halt einen Vortex hin oder was. Ach so, und ja wir, gut. Und dann outpowern, ne? Aber die fallen instant um, die Blobs.
Ja, gut, okay. Gut drauf, dann komm, alle. Gut, hatte. Einmal Bereitschaft und dann. Ich hab die Chance, zuerst an den Tentakeln zu sein, weil Milis kriegen da immer noch gut Schaden von. Deswegen gehen wir zuerst. Gut. Moment, das gerade einer Sekunde bitte. Er zieht sich jetzt TS. Der Rukesh. Wow. Oh komm. Scheiß drauf. Okay, solange können wir gerne Show Your Mount Runde machen, oder? Ne was? Ne, Show Your Mount. Show Your Mount. Okay, ich mach vor, ihr macht nach. Ja warte, den muss ich finden. Boah, ja. Gut, dass ich den nicht habe. Gut, dass ich den nicht habe. Hast du RC an? Was ist RC? Ich hab nur den alten geilen Chip. Recount. Achso, ja, ich hab Skada an. Willst du sehen oder? Ja, ich will nur was wissen. Und zwar, meine Partnerin hat das Ding auch an. Das will ich aber nur vergleichen. Wir haben irgendwie das Problem, dass irgendwie mein Recount auch genau gleich anders ist als ihre. Also ja, ich benutze Skada. Das ist noch genauer, da es schneller aktualisiert und nicht so lastig ist wie Recount. Oh cool, der Neverbiss okay. Ist gleich da, das heißt wieder ein Workboss. Jetzt sag mal, kannst du reinschmeißen und wir gucken gleich wieder. Ja, welchen Kampf willst du sehen? Das ist egal, irgendwas. Von mir aus gibt es die Gesamtscheiße. Nee, Gesamt mach ich nie, weil das bringt ja eigentlich kaum was. Ist aber ganz schön geschrumpft, die Alte, ne? Drache ist auch blöd, weil da sind wir so lange am Schlafen gewesen. Ah, und Nyxia kann ich auch haben. Ja, die ist aber ganz schön geschrumpft. Mach doch mal den Bär. Ist wieder rausgeflogen. Okay, ja, sonst mache ich einfach Gesamt. Nee, dann bringen wir es raus. Dann machen wir ganz selten. Ich kann mal kurz abgleichen. Ist gut, du willst selten, dann ist gut. So, Fallinos können wir. Oh, ihr seid ja in keiner Instanzgruppe. Ich glaube, ich spinne. Was sind das jetzt? Schlachtzug, ja, Schlachtzug. Bei den Kähnhund, ja, da war ich leider nicht da. Anfang WoD habe ich nicht gespielt. Erst Ende WoD. Okay. Ihr Glück. Oder jetzt gehen wir mal in die richtig hässliche Ebene. Hässliche Ebene? Was ist das denn? Ich finde die von den Blutelfen ja schon hässlich, ne? Aber das übertoppt ja alles. Das ist doch so ein Lebensschreiter, den man in Brachland umnatzt, oder nicht? Nee, noch schlimmer, das ist der von von den Ostereier-Event, wo man 500 Ostereier sammeln muss. Ach du Heiliger. Ach, dieser Brautstrauß da, oder was? Ach du Kacke. Ich finde die finde ich ganz toll, diese Kraniche hier. Ich weiß nicht, was ihr daran so findet, ey. Diese Kraniche sind nicht schlecht, aber meinst du mir, guck mal, das ist einfach nur. Ja, deswegen. Das ist einfach nur hässlich. Mount Contest, ey, für Langeweile. Jo. Der hier ist auch schön. Ja, theoretisch könnten wir jetzt anfangen. Ja, den hätte ich auch kriegen können. Gut, aber dann einmal bitte Ansage, Pull, Gogo, Amana. Den hatte ich extrem viel Glück hier. Pull in 5, 4, 3, 2, 1, go. Ich hatte schon die ganze Zeit Pluskampf. Auch gut. Unsere Tentakel ist hier. Okay, der Schaden auf unserer Tentakel ist ein bisschen heftig. Wenn Rukesh hier ist, sollte er vielleicht rübergehen. Ja, er ist drüben. Okay. Dann gehe ich mal kurz zu euch. Helf euch mal. Hauptsache. So, Plops sind da. Ja, ich kann ihn gerade nicht ziehen. Rot zum Auge, einfach zum Auge, einfach zum Auge. Einfach zum Auge. Dann am besten so, dass man nicht die ganze Zeit in den Augen ist. Die tun nämlich nach einer Zeit ein bisschen weh. Ich zünd einfach antimagische Hülle, dann kann ich nämlich hier drin bleiben. So. Ich kann auch so ein paar Death-CDs hier drinnen machen. Und am besten wirklich gucken, wenn ihr so fühlt, dass es vor dem Auge ist. Ja, deswegen kommt einer mit den Viechern, Mann, was soll denn das? Bisher hat er jetzt getroffen. Na, zwei haben nicht getroffen, also. Bis wohin geht denn die Range ungefähr? Doch, wird angezeigt. Wir haben. Echt? So, jetzt kommen zwei neue Tentakel, nehme ich an, oder? Nee, jetzt kommt ein Dicker. Achso. Da steht keiner davor, weil das macht den Strahl nach vorne, der haut selbst den Tentakel. Die machen Aua. Richtig. Und das muss einfach nur sterben. Ja. Gut. Gut, dann. Hey, hör doch mal auf, das Vieh zu drehen.
Das sind Tentakel, so, jetzt die müssen gekickt Tentakel werden. Erster Kick von mir. Raus. Hitten. Wenn ihr die nicht kickt, machen die das, was ich jetzt habe. Verderbliches Bein. Dann solltet ihr laufen. Wenn ihr die Plops aggro habt, dann einfach hier in die Mitte kommen, dann werden die umgenatzt. Ja. Blutig, ne? Bei dir jetzt, weil dann zünd ich kurz die antimagische Hülle und dann bleib ich einfach kurz hier und zerbombt das. Also, so, hier ist ein Blob. Den hat der Hunter. Edeo. Ja, die laufen. Müsste einmal dispelled werden, bitte. Dispellen am besten erst, wenn hier wirklich die ganzen Viecher weg sind, weil sonst kriegt ihr den die ganze Zeit nicht drauf. Achso, ja, stimmt. Der tötet die zu weit hinten. Ja. Ja. Ich glaub, die hat einfach Schiss noch vom Auge zu stehen. 10%. Also, die machen nicht wirklich viel Schaden, da muss man keine Angst haben. Tentakel. Außerdem, wir haben einfach keine Hilfe. Also, noch zwei, Moment, ich hab beides. Ne, die konnte ich jetzt nicht unterbrechen, warum auch immer. Na gut, die machen wir mit dem Blobs weiter. Mehr, die ist ein bisschen nervig. Ich mach das nicht gerade einfach. Blobs kommen. Jo, ich komme. Oh, easy. So, und dann jetzt noch schön KR. Hinterher. Jetzt einmal durch, ne? Durch und dann ja, KR und zerbomben. Nein, KR ziehen. Gut, und los geht's. Mit 80 Millionen, das ist dann und nicht hier rein. Nein, geht weg, geht ein Stück weg, noch ein Stück. Oh, ich stehe hier direkt zwischen allen drei in der Mitte. Oh Mann, ey, das sah aus, Alter. Easy. Weg von den anderen. Ja, dann lauf doch nicht zu den anderen. Alles gut, so. Wunderbar. Auch kein Schaden mehr. Nicht viel. Wow. Wow. Wow! How you see wow. So wow! Wow! Albtraum-Sekt! Ja. Sekret, nicht Sekt. Sekret, nicht Sekt. Wieso selber Wix zurück, Leute? Das ist ein gutes Tank-Trinket, ne, an sich. Das ist Stärke. Bleib da stehen! Ich will auch reiten! Beweglichkeit ist auch drauf. Ja! Da ist nur Beweglichkeit drauf. Das geht die Stärke über. So, jetzt nur noch Xavius, oder? Nee, Xenarius noch. Xenarius und dann. Ja. Einmal noch nach links und dann Mitte. Müssen wir den anquatschen? Yay! Anomalie, was machst du nur mit denen? Kleiner Vorschlag, wir haben ja dann noch relativ viel Zeit. Wie wär's, wenn wir danach ein paar Items Raids machen? Wenn das. Wir haben doch alle gemacht. Die Draenor Raids, ja. Da wäre ich auch für. Ja. Je nachdem, wer dann halt noch Lust hat, ne? Also ich bin sowas von im Bett dann, das laufe ich dann. Nach dem Raid. Aber dann auch nicht mehr, kann ich auch nicht so lange, also höchstens halbe Stunde, Stunde. Ja, sonst verschieben wir das. Wie gesagt, ich würde sonst auf jeden Fall demnächst noch ein paar Einträge machen. Wäre natürlich nice, wenn ihr dann trotzdem mitkommt, auch wenn es dann nicht für euer Level ist und auch kein Gear gibt, sondern einfach nur halt für die Gilde und halt als Transmog. Mann, Ragnaros, komm. Ja, es geht auch ohne Ads, ne? Ich würde sagen, einfach schön durchgezogen. Bene. Ich glaube, es ist schon. Die bleiben da oben. Digga. Nicht auf Gesetze. Wer es nicht kann, warum sagt ihr nichts? Beziehungsweise wir hätten doch geportet. Also ich stand schon mit ein paar Leuten hier unten. Alter, ehrlich. Das ist aber jedes Mal so, ey. So, einer schläft. Komm, alle hochheilen. Ach, mir macht das helfen, doch gar keinen Schaden. Ja, die hier bleiben unten. Nein, die anderen Viecher kommen auch noch. Kommt doch näher. Ja, die kleinen Pissviecher kommen noch. Aber auch die bleiben oben. Au. Oh ja.
Go. 10 Arius, du alter Sackratte. Ich habe ganz, ganz viele Waren. Unseren Freunden viel Glück. Was möchtest du haben? Ed oder Boron Fetten oder den da? Mike. Hä? Was möchtest du haben? Ed oder den? Ja, ich würde den nehmen. Dann gehört der Totenkopf. Mir gehört Totenkopf. Ja, da wo der Totenkopf ist. Jo, ich lauf schon. Okay. So. Unterbrechen. Ads töten. Ads töten und wenn kriechender Albtraum kommt, auf die kleine grüne Fläche. Wenn du genug Stack hast, beziehungsweise zu viele. Nicht stehen bleiben auf der Ach Seite. Doch, das kenne ich. Doch, das weiß ich sogar noch. Einmal durchlaufen, aber niemals drauf stehen bleiben. Ja. Kennen wir. Einfaches Prinzip. Gut. Und die Dornen nicht durch die anderen Leute ziehen und schon gar nicht durch Heiler. KR würde ich sagen, hier am Anfang, oder? Dritte Phase. Kannst du ihn so nicht ausnutzen, bis dahin sind alle CDs von den Leuten abgelaufen. Es ist Quark. Die Bosse fallen so schnell. Ja, gut, ich richte mich jetzt gerade an Bosse. Okay, also ja, am Anfang. Ja, am Anfang. Gut. Dann einmal pullen. Geht nicht da hinten rum, da kriegen wir die Irrwische. Kommt hier vorne hin. Wenn ihr da hinten alle parkt, kriegen wir Irrwische. Wer soll jetzt bei Blau bleiben? Nein, Blau habe ich nur für mich hingestellt. Achso, okay. Wenn der Drache kommen sollte. Okay. Gut. Ja, willst du nicht den Drachen haben? Doch, klar will ich den Drachen haben. Wenn du die Irrwische lieber haben willst, oder die Tyrianen, stellen wir uns hier hinten hin. Das können wir ja steuern. So, ist der jetzt fertig, der Schami, der? Das waren alle bereit. Ja, dann so. Und die Stux, wie der Mage schon schreibt, erst bei 20, 30 resetten, nicht so früh. Pull in 3, 2, 1, Pull. Was? Pull? Ah. Was? Nein, Pull? Ah, nein, doch! Ah. Hä? Genau, das war perfekt mit dem KR, weil jeder seine Dings gezündet hat und dann laufen sie schön damit rein. Das sieht doch gut aus. Wer stand drüben? Ja. Ich muss schon mal kurz gucken, da ist der Baum, okay. Ich bin jetzt bei 15 Stacks. Oh, die kommen ganz schnell, die Dinger. Ja, das kommt wirklich relativ fix. Wo ist die Fläche? Sind noch ganz viele. Die ist drüben. Die ist links vom Boss. Ja, ich bin... Dispel. Sonst... Hab ich. Danke. Die sind zur Fläche. Ich muss da mal resetten. Melvitt stand gerade ziemlich lang drinne. Aber Fläche ist noch da. Deswegen ist sie... die wird kleiner. Also wenn man zu lang drin ist. Deswegen sollst du ja erst bei 20, 30 dispellen, weil je nachdem, wenn du eins nur dispellst, wird sie ja auch kleiner. Ja, das ist so schnell fett. Manche sind jetzt schon bei 40. Ja, die sollten da reinlaufen, so langsam. Ja, komm. Reinlaufen. In die gesegneten Flächen, in die grüne Fläche. Die grüne Fläche ist jetzt weg, kommt aber neu. Also die jetzt noch was drauf haben, sollten jetzt versuchen ein bisschen zu deffen. Ja, mach ich mal. Weil ich habe jetzt auch 27. Da ist die nächste Fläche. Dann einmal drauf, würde ich sagen. Ah, Nox ist weg. Nein! Ich sag so, Nox ist weg. Nein, nicht so! Oh nein. Ja, Teufelsrausch, ne? Ein bisschen überschätzt. So hier, Digga, ja. Da kann ich nichts machen. Ziehen, Mike. Ja, bin schon dabei. Ich will euch nicht enttäuschen.
Ich muss hier irgendwie raus, ich muss hier irgendwie raus. Ja, ja, geht weiter. Nein! Ja, die Tanks müssen hier, Def-Cooldown ziehen. Ich hatte alles rum. Kriegt ihr den noch? Nee, kriegt ihr nicht. So, was ist jetzt, warum wurde der Boden so schnell rot? Was muss man da machen? Da muss doch auch irgendwas zu machen sein. Er hebt die Hand, da kommt eine DBM-Meldung mit vergifteter Speer und dann muss der Tank einen Cooldown ziehen und der andere spottet instant ab. Behält ihn, bis er wieder die Hand nimmt, hochhebt und Bär wirft dann und rausziehen natürlich aus der roten Grütze. Je weniger Schaden der Tank nimmt, desto kleiner ist die rote Fläche. Also man kann die wirklich auf die Größe von einem Mark begrenzen. Ja, große Problem ist, dass aus irgendeinem Grund in der standen alle als standen alle ziemlich viele bei mir, als er das gezündet hat. Ja, das macht ja nichts. Die rote Fläche richtet sich wirklich, mag mich einer aufheben, die rote Fläche richtet sich wirklich nur danach, wie viel Schaden der Tank gekriegt hat. Oder der halt der anvisiert ist. Ja, einer von den beiden Tanks halt, der die Akro hat. Ja, aber dann muss er so viel Schaden drauf. Einfach, sobald er unter 40% droppt, also sobald er da er sagt irgendwas mit Vater, ich kann jetzt wieder sehen oder irgend sowas, emotet er, wenn ihr Ton anhabt, dann ist er unter 40%. Und dann achtest du einfach drauf, sobald er den Arm hebt, er hat einen Speer in der Hand. Da kannst du schon rein theoretisch deine Death-Cooldowns ziehen und loslaufen. Der andere Tank muss dann halt instant spotten. Also er sagt, ja gut. Vater, ich werde euch nicht enttäuschen. Irgend sowas. Irgendwas mit Vater. Ich hab's gerade rausgesucht. Gut. Der Vater seid ihr es, sagt er. So, das war schon ein bisschen früher. Im Chat geschrieben. Ja, es kam. Vater seid ihr es und dann. Ja, gut, dann war ich gerade zu tief noch. Und da muss man als Tank halt wirklich nur gucken, er hebt die Hand. Das ist. Was sehen. Ganz kleines Bild. Wenn alle hier stehen, wo Fairy Tale steht, kriegen wir auch den Baum und den Drachen und dann haben wir auch nicht die 1000 Irrwische. Das war halt. Eben. Und einen auf der anderen Seite. Und dann haben wir ganz viele kleine grüne Flächen. Ist viel angenehmer zu spielen, als wenn man darüber sprinten muss, um die Fläche seine Stacks loszuwerden. Brauch nur eine Sekunde warten, Sky ist auf dem Port. Na, geht ihr beiden Wichskrücken mal da runter oder was? Okay. User disconnected from your channel. Wer ist raus? Bloody Cyborg. Achso. Ist wahrscheinlich Internet wieder bei denen dann, denke ich mal. Entweder das oder seine Kinder sind gerade. Wir Pipe können das ja überprüfen. User joined your channel. Das war wieder einer wiedergekommen. Ja, das ist er sogar. Ne, er ist auch ready. Ich hab auch das falsche Fenster nur geschlossen. Also. Ich hab Hunger. Ja. Okay, gut. Jetzt warten wir nur noch auf den Podgänger. Ich guck mal kurz. So, David, was ist bei uns jetzt gerade im Flur los? Ja, das weiß ich doch nicht. Ich guck mal. Ey, was ist im Flur los? Ja, nicht.
Wer hat das Licht angelassen? Zieh den mal bitte das LAN-Kabel raus. Der Toilettengeist sagt, wir können, ist scheißegal, sie brauchen noch länger. Kann auch so fahren anfangen sonst. Ja, scheiß drauf. Ich zieh ihn einfach einen Euro ab. Okay. Ein größeres. Geil. Sonst waren alle da, ja? Ja. Dann kommt wohl. Ja, ich bin jetzt auch wieder da. Was kann ich machen? Gib mir den Ring, Alter, gib den her. Ich glaub nicht, wo bist du? Ich glaub, hier meine. Da, gib den her. Hol 3, 2, 1. Wo springst du? So, die Heals kriegen das ja ganz gut hin mit den Stacks. Also macht mal erst ab 30 immer. Ich denke mal, das ist ganz gut. Und dann schauen wir mal, wie lange das hält. So, raus aus dem Baum da. Nicht in der Grünfläche stehen, nicht in der Grünfläche stehen. Da steht einer noch drin. Ja, das ist geil. Und Sky ist runtergefallen. Ja, das war ich. Ich steht nur noch einen Meter von hier drin. So, erstmal die Ads runterrauen, bitte. Ich bin bei 23 Stacks. Oh, ich geh mal rein. Ich sterbe nämlich sonst gleich. Hey, sterben tust du wegen dem Spellreflex, weil die gerade die großen Ads am Boss tanken. Kommt ihr noch klar oder soll ich resetten? Nein, ist okay. Mike, du hast 40 Stacks. Ja, deswegen habe ich gerade gefragt. Warte. Dieses hast du ja, du hast ja auf das Fenster offen. Nein! Wie ist denn jetzt der Magic gefehlt? Scheiße, ich hab 20 Stapel und hab nichts mehr. Egal, kommt ja gleich neu. So, raus. Ah, wir haben noch einen Drachen. Mike, kümmere dich mal um den Drachen, bitte. Jo. Hey, jetzt! Geil, du hast auch 40 Stacks fast. So, die Ads. Ja, ich hab Drachen schon markiert. Den Drachen hab ich hier. Ah, große Fläche. Große Fläche, raus mit dem Drachen. Die rote kommt auch ganz flott. Ja. Oh, jetzt ist sie aber kleiner. Oh, ich muss weg. Ich muss weg. Kleiner. So, die Schwester, die muss auch noch, ne? Ja, die Schwester habe ich hier. Müsst ihr nicht langsam die Tanks wechseln? Da müsst ihr schon zweimal ein Speer geworfen haben. Au! Mike, spottest du mal? Ja, ich hab noch 20 Sekunden. Boah, Alter. Weil je mehr Schaden jetzt Buick gleich kriegt, desto größer wird wieder die Fläche. Nee, ich hab ihn. Verschwindet. Ich hab gerade noch Cooldown drauf. Dass ich direkt kriege. Boah, Fläche raus, Leute, raus, bitte. Ach, Mann, das ist doch nicht so schwer. Ich glaube, das war's, oder? Nee. Ja, für mich war es das, glaube ich. Weil ich bin in die eine Blume reingelaufen. Ne, doch nicht. So, jetzt nochmal alles raushauen, bitte. Von der Grünfläche raus, weil Sky, du hast 72 Stacks. Oh, Leute. Ne. Ich hab ihn. Ja, aber die Fläche wird immer größer. Wir haben ja gar keine Ausweichchance mehr. Ja, so, hier kommen 25 Mille. Du musst den da rausziehen, Mann. Was soll denn das? Kommen die Mini doch gar nicht ran da. Okay, wir haben es geschafft. Gott! Aber nee, das muss irgendwann mal anders laufen. Oh Mann, ey. So, als Bestrafung gibt's kein Loot vom Boss. Ja! Die müsste jetzt extra zur Truhe laufen. So. Oh Mann, ey. So, ich hoffe, Xavius wird einfacher. Da finde ich Szenarios echt. Ja, Xavius, es wird einfacher. Einfach runterjumpen da oder what? Das ist gar nicht viel. Ah, nee. Natürlich castet er den Speer. Aber da muss der Tank einen großen Cooldown ziehen oder einen bekommen. Und zwar einen, der Damage verhindert. Ich will gar nicht wissen, wie Szenarios im Mythic ist, ey. Leute, ich bin jetzt stark gemutet und rede. Ich habe meine Eisenbock die ganze Zeit auf den gehauen. Also,
Der Punkt ja, die muss zusätzlich kommen. Wie gesagt, die Fläche hat meistens ein gewisses Ausmaß. Also ich krieg sie mit dem Bärchen mit viel Trick 17 zweimal auf Größe von einem Mark. Aber dann gehen mir auch die Cooldowns aus. So, ich habe jetzt mal kurz geguckt. Dings ist ja, der World Boss ist ja auf der Insel. Aber dafür gibt's gar keinen Gildenerfolg, wenn man das zusammen macht, sehe ich gerade. Nein. Nö. Nur in MOP gibt's die. Ja. Okay. Weil den mache ich auch gleich noch im Anschluss schnell. So. Gut, hier ist es jetzt erstmal nur Trash. Der Boss kommt dann erst am Ende. Der kann auch nochmal einzeln gepult werden. Ich komm dann mit. Trash haut ab. Hier. Wenn ihr hier kuschelt, kriegt ihr unglaublich viel Schaden, weil die so Schattengeschosse machen. Kann Mavis reden? Nee. Schade, aber sie hört mich. Sie ist gar nicht im Test, glaube ich. No. Mit uns. Naja, da kommt nicht ja, nur einer, aus kommt mehr. Richtung. Ja, von jeder Seite kommt was. Dann mal einfach schön aufteilen. Oder zusammenziehen. Ja. Relativ Standard. Ja? Ja. Na gut, dann. Friere ich mal alles fest. Wenn er ganz lieb zu den Heilern sein wollt, da kommt jetzt gleich ein End, das sieht anders aus als die hier. Das sieht so wie so ein Schattending aus Pandaria aus. Wenn ihr das rauszieht, kriegt die Gruppe deutlich weniger Schaden. Albtraumverschmelzung, da hinten kommt zum Beispiel. Und? Ja, es kommt drei Stück. Drei. Aus jeder Richtung. Wenn ihr die nicht zusammentankt, gibt es weniger Gruppenschaden. Dann machen wir zwei zusammen und ein Tank macht den anderen. Ansonsten, ja, Erkus könnte, ja genau, ich und Erkus können uns hier sonst mit dem Spot abwechseln. Das würde auch gehen. Dann, Mike, zieh du dir mal einen von den zwei da einfach raus. Ich hab hier zwei auf einen. Ja, ja, deswegen einer von euch, also du oder Boe, zieht euch den weg, weil wir sind hier zu zweit, also ich und Erkus sind hier alleine. Ach so, Erkus ist ja Tank. Ach, alles gut, ja, dann zieh ich dir da einen weg, warte. Gott, ich bin gerade so schlau gewesen, ey. Ich denke mir die ganze Zeit, ich bin doch mit Erkus hier. Schnapp dir doch mal ein. Ja, also ich habe hier zwei. Hä, Erkus ist doch Tank. Okay. So, ich nehme dann wieder die anderen beiden. Verschmelzung. Eins, zwei. Und Kreatur. Und ein Fettsack. Gut, dann nehme ich die Kreatur hier. Du wirst ja, lachen, das hat bei uns ein Heiler auch schon gesagt. Der hat zu seinen Kindern gesagt, irgendwie kam da ein kleines Anrechner. Guck mal, Papa kämpft gegen den Elefanten. Ganz lange Rüssel. Ich weiß nicht, Viecher sehen wirklich so aus, wenn sie Elefanten wären, die ich weiß auch nicht, was wir jetzt gemacht hätten. Fukushima-Elefanten. Ja. Das sind die schönsten Elefanten. Ey, dann aber lieber in Ruhe. So, ich nehme den mal ab hier, ja. Ja, jetzt geht's ja. Ich gehe dann rüber, bisschen Fläche machen. So, die Katze, mein kleiner Arm. So, ich glaube, jetzt kommt noch mal eine Welle oder jetzt kommt schon Xavier? Nein. Ah, kommt schon. Okay. Da kommt der Fettsack. Wie weit kann man hier eigentlich weglaufen? Ich will es nicht ausprobieren. Irgendwann fällt man runter. So weit bis der Rand hier ist so eine graue. Siehst du die graue Linie hier vor mir? Ja, ja, ich sehe das. Wenn du die überschreitest, gibt es Schaden. Ach, wenn ich die überschreite, gibt es Schaden. Ja, viel oder wenig? Das merkst du. Ich kann da laufen. Wenn du zu weit läufst, gibt's Schaden. Oh, warte, ich hatte nie. Oh, da kam schon. Oh, alle 1,5 Sekunden 500.000. Das ist natürlich okay. Okay. Das ist dann schon ein bisschen heftig. Gut, dann erklärt einmal Boss, dann haben wir das nämlich durch und dann machen wir noch ein schönes Foto. Ey, kein Schild, man kann hier mounten. Ja. Geil. Gibt's ein Mount, was wir alle haben? Komm, Rukisch, auf drei klicken wir beide gleichzeitig. Eins,
Oh Mann! Ist so gleich im TS. Ah, doch, der ist im TS. Doch, er ist da. Von hier? Aber mit dem Drachen oder was? Mike Lea liest noch gerade das Lexikon zu Ende. Den hier sollten doch inzwischen alle haben. Ja, ja. Pilzkohle. Geldscheißer vielleicht, ja. Hier, Standard-Horde-Mount. Wo ist das komische Windreiter-Viech, ey? Blauer Windreiter. Ich kann doch nichts aus der Gildenphönix nehmen. Ganz kurz. Ich kann doch einen Gildenphönix nehmen. Ja, stimmt, den gibt's ja auch noch. Ja, ich bin nicht geholt. Ich bin so klein im Gegensatz zu dem Golem hier neben mir. Könnt ihr euch vielleicht umdrehen, damit ich irgendwie von hier Foto machen kann? Ich will jetzt nicht zum Boss rennen. Läuft. Okay. Wir können. Achso, du willst da. So, mach ich das nämlich mal so. Bin ich erstmal nicht drauf. Hey, Alter, ist der klein. Krieg ich ja Minderheitskomplexe. Ich steh in die Linie rein. Einfach irgendeinen Drachen damit so zum Konzept. Oh, das ist richtig nice. Das ist ein gutes Bild so. Sind alle da? Ja, mit Xavius im Hintergrund. Nee, ja, das sieht nämlich nice aus. Der eine Charmy, der sitzt noch, und der Krieger, der Tank. Oh ne, ich hol den Glück dann. Und ich glaube, Mike steht hier auch noch irgendwo rum. Okay. Ja, der steht da hinten ganz alleine. Mutterseelen allein. Hast du dich verlaufen? So, dann komme ich jetzt nochmal mit dazu. Mit dem Windreiter. Jetzt müssen alle ein bisschen. Ah, ne, passt sogar auch noch ins Bild. So ein Pulltimer für die Leertaste drücken, weißt du? Ach so. Gut, sehr schön. Sport! Boah, der ewige Zeitfächer, da hat aber jemand Glück gehabt. Kann man so sagen. Ach, das, ja, genau. Das Viech, ja. Kein Viech. Rätselmeister. Rätsel. Okay. Ein groß geratener Bandwurm. So. Gut. Wir drehen den Boss um. Ich sagen, wer ist das hier? Lukas, hast du ihn auch aus diesen zeitlosen. Nee, wie heißt die scheiß Dungeons da? Ja, Zeitlos, oder wie die Kacke heißt. Zeitverzerrt. Ja, genau, Zeitverzögerer. Ich mach mal erstmal zwei Klatschen. Redet ihr erstmal aus, ich mach zwei Klatschen. Ich hab meine alte klatschen können, die kriegt das scheiß Vieh auch. Die blöde Drecksau, der klopft das eine Vieh weg. Was gibt's denn diesen Kackdrachen, Alter? Ich hätte so eine Wand nageln können. Hier wieder KR bei 25%, würde ich sagen. Okay. 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 Also, wo wollt ihr die Stacheln hingelegt haben? Irgendwo. In die Mitte der Puppe. Okay. Was für Stacheln denn? Was für Stacheln? Ja, aber nicht hier. Beide Spieler werden doch anvisiert, da geht doch so eine Stachellinie da. Entschuldigung. Ich würde sagen, je nachdem, wo man steht, links oder rechts vom Boss. Am besten dazu so, würde ich gleich kommen, wenn ich mit Zigarettenstoffen fertig bin und alle Felsen mit drin. Tschüss, ich möchte jetzt nicht mehr leben. Irgendein Schamane liegt hier schon tot, wer ist denn das? Rukesh. Warum ist das mit dem? Nee, das ist Toilism ist das. Okay, ich geh mich auch töten. Tschüss. Hör auf mich zu heilen, Mann. Steh auf Schmerzen. Arkus springt ja auch schon auf dir rum hier. Ich halt das nicht, hört doch auf zu heilen, Jo. So, ja, können wir? Ich erkläre das gleich, was wir vorhaben. Ja, man wird automatisch zurückgeschoben, was ist das denn? Also. Ich weiter versuchen reinlaufen. Ja, das. Nein, ich bin nicht bereit. Und gleich instant tot. Ja, aber alle anderen sind bereit, Mike, dann ist bei dir irgendwas falsch. So weit wow. Nicht. Wir sollen erklären. Wir haben das jetzt abgesprochen, ich habe angefangen, wir wurden dazwischen gesprochen. So, dann los! Jetzt habe ich gewartet, bis alle fertig sind mit Reden. Ja, dann los! Danke! So, ich und Wade, also Flo, wir stellen uns hinterm Boss, holen den, wechseln uns mit den Spotten ab, das rote Kreuz. Wenn einer von uns beiden dahin läuft, einfach durchheilen. Nein. Nein. Dann erklär du mal kurz. Nein, du warst dran, ich warte ihn dran. Komm, Mike, rote Kreuz ist nur dafür da, dass wenn du viele Stacks hast, dann zum Dispeln ist. Ja.
ja, dass er da hingeht zum Dispel und zum Heilen. Da heilen kann er dich auch unterwegs. Ja, das, ja. Weißt du, was ich meine, Mensch. Oh Leute, das ist NRC. Den bursten wir runter. Ja. Eigentlich, seit, eigentlich nur die zwei Tanks. Ja genau, das ist sowieso. Immer hinterm Boss, die zwei Tanks spotten sich hin und her und es wird geheilt. Fertig. Ja. Bei der dem. Dispel wird erst bei 3 Stacks, sonst haben wir einen übernommenen Heiler direkt in der ersten Phase, weil ihr eure Verderbnis jeweils um 25 Gut, hoch. Ich mache jetzt was Lustiges, denn sobald meine rote Kugel den Boss erreicht, wird gepult. Was ist das? KJ's brennender Wunsch? Ja. Pull! Okay, let's go, Mother. Es wäre Ironie, wenn wir bei Davis uns hier nicht wipen würden. Eigentlich dürfte das. Ja, es ist. Das Szenario ist schwerer als Fabius. Warum? Keine Ahnung. Das ist halt bei manchen Bossen so. Aber war schon damals so, wo ich halt drauf war. Sagt man. Eigentlich nicht. Ah doch, also ich habe mit meiner alten Gilde damals 3 bis 4 Anläufe für Szenarios gebraucht und Fabius haben wir immer beim ersten. Wechseln oder noch nicht? Ziel wechseln. Ah, Ed. Ich mach mal kurz einen Mark. Korrekterweise nimmt der Ed, der im Traum, der Tank, der im Traum ist, das Ed. Wartest du mal bitte? Ich kann nicht, ich hab Agro. Oh, ja, ich bin im Traum. Also Simulacrum habe ich drauf. Ich hab 3 Stacks. Ich komme sofort. So, Ed ist gleich down. Jo, Ed ist down. Warte. Ah, schön, jetzt bin ich auch gekommen. Glaub ich auch. Nicht wegrennen! Herkommen! Ne, ne, herkommen, herkommen! Der Schaden wird aufgeteilt. Beziehungsweise kriegst du viel Verderbnis. Ja. In 15 Sekunden ist ein Meteor. Ich weiß nicht, ist ein Todessymbol. Ab jetzt haben die Ents mehr Priorität als die, als der Boss. Ach ja, genau. Die dürfen den Boss nicht erreichen. Ah, ich sehe schon. Verderblich Meteor, geh zu, Saria, okay. Und die Mobs machen wie bei Diablo so einen Kreis da, wo man am Ende rausrennen sollte. Ach, wenn ja, ihr sonst kriegt man zu viel Verderblich. Wenn ihr gleich verbunden seid, lauft zusammen. Boah, Rene, die schreien hier drüben zu viel. Ja, kannst du mir übernehmen? Man hört was machen die? Ja. Die schreien zu viel. Ja, dann fliegt Arthur gleich raus. Ich meine, ich höre es durch Headset und das ist schon. Ja, blau hier bleiben bitte. Jo. Ihr müsst doch die Flächen aufsaugen. Wenn die Edge sterben, muss man sich reinstellen, sonst kommen die dann draus wieder. Müssen Ach so. Ja, gut, ich schon, dann mache okay, ich das halt ja. Das ist verpennt leider, sorry, wusste ich nicht. Ich werde auch entstehen. Das machen Leute. Warten. Das Simulacrum hat keinen Einfluss mehr auf mich. Was bedeutet das jetzt für mich? Ja. Okay. Ab da nur noch den Boss. Gut, KR bitte. Ach, ist schon, okay. Was machen denn die Tentakel? In ein bisschen Schaden. Nur so ein bisschen was bei den Branden, so, okay. Alles zu Fairy Tail? Ja, ich hab halt Steinigkasten. Ja, super. Oh, ja, ganz schön viele Tentakel einfach, ne? Ah, kaum Schaden dann. So, in 10 Sekunden sollte der Boss down sein. Ah, nicht ganz. Schaden kommt nicht so ganz durch, aber passt schon. Ah, deiner Heiler hat ein bisschen viel Verderbnis. Dann dispelt der eine Heiler nicht mehr. Was ist das denn jetzt? Was? So, dann würde ich mal sagen. GZ, Leute. Das ist ja ein Scherz. Yeah, leck mich! Das gibt's nicht, Alter! Fick dich! Mike, Alter! Ich hab nur Gold in diesem Scheiß bekommen! Nur Gold!
Na gut, am erst, das erste, was du noch Dings haben. Aber tröstet euch, es ist nicht gut. Alle. Mann. Ha, was für eine schöne Sache. Ah, das hat sich ja vollkommen gelohnt. Legendary ist immer was Schönes, jetzt nimm dir nicht den Moment. Ist das echt mal? Er hat ein Legendary bekommen und das ist gut. Hattest du schon eins oder hattest du noch keins? Das ist mein fünftes. Ich will nicht Dann, nein, dann gönn ich's dir nicht. Das ist mein fünftes. Weißt du, hier sind Leute, die wollen gern einfach nur eins haben, ne? Oh Mann. Aber blühendes Leben, Endheilung, ja. Bitte? Kannst du erst das nächste Mal abgeben? Also. Oder du läufst hier hinten, komm mal mit. Weil du müsstest hier wieder rauskommen. Nee, du kommst hier unten wieder raus. Gut, dann. Danke Leute, wie gesagt, schaut einfach mal ab und zu im Kalender. Es kann sein, dass ich jetzt demnächst auch ein paar alte Raids noch eintrage. Noch ein Bild machen? Können wir, wenn ihr wollt, ja. Aber diesmal ohne Mounts, ohne Gesten, ohne alles, einfach nur nebeneinander stellen, würde ich sagen. Und dann... Komme! Hier oben drauf, rundum. Oh, warte. Ja, das könnte man versuchen. Warum muss der dicke Tauge jetzt in der Mitte stehen? Also ich muss wegen Foto in der Mitte stehen. So, und einmal die Pets bitte weg. Die Pets weg. Ja, ich bin dabei. Verteilt euch mal ein bisschen. Ey, der NPC guckt in die falsche Richtung, der scheiß voll rein. Aber was ist ein Hexenmeister ohne Pet? Ja. Das ist gar nicht wie über ein Hunter, was ist ein Hunter ohne Pet? Einsamer Wolf. Genau. Oder ein SV. Das ist eine Klasse, die Schaden macht. Diese zwei NPCs, die einfach nur drücken. Melvet ist mal wieder ein bisschen Brain AFK. Haben wir mal noch einen anderen Priester wegen Glaubenssprung? Nein, haben wir nicht. Bäh. Herr Priester, bitte folgen. Hält. Wie man. Dann verdecken wir ihn. Ah, ist schon weg. Ja, ist ein Korb. Das ist ein Korb, ja, aber der Priester ist weg. So, ich mach nochmal ein Foto einfach so dann. Das passt dann. Gut, genau. Ja, der Taure zeigt den Arsch. Moment. Der Taure zeigt den Arsch. Will kein Mensch sehen. Naja. Will mir nicht. Gut. Ja, alles klar. Dann gehe ich jetzt noch kurz zur Küste. Mach den World Boss und dann. Gut, bin dabei. Ich geh heilen. Ich bin auch dabei. Willst du auch Weltboss noch irgendwie mitmachen? Hat jeder ein Siegel? Ja. Nicht, dass ihr dann euch ärgert, weil ja. Ihr könnt natürlich zwei 900er Teile bekommen mit Glück. Mach doch! Ist ja noch keine 1 Uhr. Das Portal nach dir fährt in Insel. Danke, dass du das gemacht hast. Sag mal, sind da zwei Weltbosse da oder bin ich blöd? Ja, es ist ja da. Also jetzt ist, also auf der Küste ist einer. Jetzt sind die Viecher zum ersten Mal. Die kommen nur, wenn der Nether-Disruptor gebaut ist. Achso, der Nether-Disruptor ist gebaut. Genau, wenn der gebaut, achso, ja scheiße, da muss ich auch erstmal hin. um mir das Ding zu holen. Die müssen wir selber machen. Ich habe keine Ahnung, wie das praktisch funktioniert. Nein, ich habe mich noch Rost geportet, da ist ein Port hinter dir. Ihr müsst aber zuerst hinten hinfliegen, um das blaue Fragezeichen. Ja, genau, einmal den Buff holen von dem Nether Disruptor. Boah, aber ich bin auch blöd. Ich glaube, da ist die Chance von, dass ihr nochmal, wenn ihr das Siegel benutzt, habt ihr Glück, das Siegel wiederzubekommen. Wer noch nicht fliegen hat und gleich bei den, blauen Fragezeichen ist, ich kann einen mitnehmen. Ja. Ja, Mann, das ist ja geil. Kann ich auch machen. Das ist ja nice. Ich kann auch jemanden mitnehmen. Danke. Lass mich raten, ihr habt die Fiole der Sonne, kann das sein? Ja, klar. Alle ja, wir haben auch noch die Rakete und die Obsidian-Schwinge. Ich such schon die gesamte Zeit über dieses Kack-Rezept dafür, aber glaubt, ich komm da ran. Dieses Kackteil. Wenn geht das Rezept fahren. Dann können wir beim World Boss gleich nochmal ein Foto machen, dass wir den auch nochmal gelegt haben. Auch wenn es nichts gebracht hat. Ja, jetzt zieh ich mal 6 Jahre. Ich sehe den World Boss nicht. Vor allem wisst ihr, das Lustigste ist, das ist mein zweites Legendary dieser Woche. Ich habe letzte Woche eins bekommen, diese komischen Handschuhe da. Video soll ich mir gönnen, ja. Also die Legendaries droppen echt oft, wenn man Kräuter farmen geht.
Na, steht er gerade hier? Ist gerade tot. Okay. Entsorgt worden. Dann warten wir kurz. Ich gehe heute Nacht nicht schlafen. Warum nicht auch noch diese alte Schrapnelle da oben? Was seid ihr denn? Ich sehe hier kein Business. Ah, da! Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Nimm mir das Fragezeichen unten an das blaue. Ja, ich hab nur das Fragezeichen mit Buffkill. Ja. Oh, Siegen Alter, das so, World Boss steht. Alter, ich muss piep. Haben wir einen Hexer hier, sonst können wir direkt port. Ach ne, der ist ja gar nicht da mehr. Nee, ich konnte hier meine Quest nicht machen. Ach so, okay. Kann mich jemand mitnehmen? Ich will das auch. Dieses Brutalos-Vieh hier oder was ist das? Ja. Ja, ja, das ist der World Boss. Echt jetzt? Also ich habe gerade zwei andere gesehen, irgendwie so ein. Ja, ja, es gibt auch noch zwei andere hier. Ein Lager ja. Und ein fischartiges Ding. Irgendwie so ein. Ach, weißer Kuckuck. Oh, wird schon gepult. Okay. Habt ihr die Quest vorher gemacht, dass ihr einen Bonus habt? Du musst. Ja, World Boss, ne? Ich wusste nicht, warum du nicht mitmachst. 900er Teil. Das ist Brutalos. Ja, Manaroth ist. Nee, das ist, sieht nur so aus. Oh, kein Port mehr. Nee, ich hab hier noch eine 40 Mann, Alter, sind wir gerade. Ja, da hat einer auch. Wie in alten Zeiten. Ja, mit so einer Gruppe müssen wir mal in einen Sturmwind einlaufen. In Sturmwind reinlaufen, ja. Oh, das ist mal wieder schön. In guten alten Zeiten wieder beleben. Mit Xavius 2. Ja. Nur ach, mit 40 Mann. Wirklich nur auf Körpern, wo wirklich 50-50 Bevölkerung. Ja, aber oh, ich mach schon gut Schaden. Wieder interessant. Aber ich brauche mehr Tempo, weil mehr Tempo macht meine Runenregeneration besser und so muss ich jetzt zum Beispiel immer wieder manchmal warten, bis irgendwas ready ist und das ist natürlich kacke. Wie viel Tempo hast du denn? Patches auf dem Arm ist so geil! Was hat das eigentlich? Ich hab das irgendwie nur am Rande bekommen. Was hat das mit diesem Vanilla-Server auf sich? Gar nichts. Das ist ein Privatserver. Ja, das ist ein scheiß Privatserver. Also. Das wir haben sozusagen die WoW nachgebaut, also haben die als WoW zur Vanilla oder WC oder was auch immer der Server darstellt. Nachgebaut. Ja, ist halt kacke. Deswegen noch mehr Tempo. Nichts bekommen. Ja, 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 ja. Sehr geil. Hals bekommen habe ich. Mit Crit-Trefferwert und Tempo, super, geil. Und prismatischen Schlöffel. Hä? Brauche ich gar nicht. Welche Zweitwerte? Porn sagt mir direkt, dass es besser ist. 37%. Und GS? Hast du die richtigen Porn-Stats drin? 96. Ja klar, die von Noxic. So, dann würde ich sagen, einmal bevor er respawnt, hier einmal schnell neben mich hinstellen, ohne Mount, ohne alles. Ja. Kurzes Foto und dann... Ich bin schon draußen. Wo bist du denn? Schon aus dem Raid. Neben wen denn? Warte, ich mach Markierung. Neben die, die alle das Geh weg vor allem auf deinen Namen hier untereinander. Ich bin schon in meiner Klassenhalle. Weil jetzt kommen schon die Nächsten wieder rein, die gleich den Nächsten ja, den Boss legen. Ja, egal, wir haben ja davor einen Foto, ist ja wurscht. Ja, stimmt. Oh, aber nochmal so Foto, zack! Gut. Okay. Sehr schön, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Und Video, ja, geht ein bisschen länger, aber... Bis zum nächsten Mal, bis morgen. Bis morgen, ja, hatte. Morgen.